Fahrt frei für den Bus ohne Fahrer. Im westfranzösischen La Rochelle kreuzen 6 dieser kleinen Elektrogefährte jetzt durch den alten Hafen und seine Umgebung. Die Fahrt ist gratis und nach Angaben der Experten völlig ungefährlich, denn das Citymobil 2 ist mit Hightech nur so gespickt. Die Steuerung wird durch eine GPS-Technik gewährleistet. Sie ist auf 2 cm genau. Dazu kommt eine Laserkartografie. Man sieht den Laser auf dem Dach des Fahrzeuges neben der GPS-Antenne. Dieser Laser erstellt beim ersten Mal eine Karte und wenn das Fahrzeug dann erneut auf der Strecke ist, kann es sich in seiner Umgebung zurechtfinden. Ein Laser und Ultraschallsonden sollen Menschen auf der Fahrbahn und andere Hindernisse entdecken. Tun sie das, dann bremst der kleine Bus automatisch. Für die ersten Probefahrgäste heißt das kostenloser Nervenkitzel bei bis zu Tempo 20. Wenn man weiß, dass es keinen Fahrer gibt, ist das nicht so ganz leicht. Aber am Ende vergisst man es. Man vergisst es total. Der alte Hafen von La Rochelle soll demnächst Fußgängerzone werden. Dann dürfen wohl nur noch derartige Busse dort fahren. Das heißt, wenn der zweite und entscheidende Test bis Ende April erfolgreich verläuft. Und wenn die Europäische Union die fahrerlosen Fahrzeuge dauerhaft auf die Straße lässt. Citymobil 2 ist ein EU-Projekt, das auch in anderen Städten getestet werden soll.